Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia und Untertitel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Welcome back here. Tja, es ist schon eine lange Zeit her, dass wir gespielt haben. Ja, und was war letztes Mal passiert? Ja, Kampf mit Alchemisten, wir Tor gefangen, wir müssen weiter. So, wir brauchen noch Lichtkeime, ich sehe 100 von 170 ist nicht viel. Dann pflanzen wir uns mal irgendwo anders hin und holen uns ein paar Lichtkeime. Ich mal so ganz spontan hier sagen. Ja, mein Lieblingsgebiet. Mit den verdammten Schalter. Und da sind auch Dinger. Und wir sagen Dinger sind Dinger. Okay. Die Lichtkeime, genau, so waren das. Das waren die verdammten Lichtkeime. Lalalala. Fun Balls. Ja, wir haben Fun Balls doch so sehr vermisst. So lange, ich weiß trotzdem noch alles. Also, Steuerungsmiss. Ja, darf's auch loslassen. Ach, komm. Ich springe in den Tod rein. So. Weil ich kann nicht mehr über die Bauch nehmen. Ballons zu benutzen, würden wir ziemlich viel Zeit sparen. Sobald wir fertig sind, werden sie zerstört. Wir können nicht zulassen, dass irgendetwas die fruchtbaren Gebiete gefährdet. Nein, ihr seid keine typische Prinzessin. Wie sind Prinzessinnen denn? Zu viel Geld, zu wenig Verstand. Sie wissen nicht, welches Ende des Kamels frisst und welches... Ich weiß, welches Ende eines Kamels was tut. Eine Prinzessin. Eine echte Prinzessin. Was ist mit euch? Wer seid ihr? Der Prinz. Nicht viel zu erzählen. Ich sage nichts mehr, bis ihr nicht etwas von euch verratet. Also, was macht ihr in der Wüste mit einem Esel, beladen mit Gold? Der ist Fahrer. Ich war auf dem Heimweg. Von wo? Ja, es kommt nicht drauf an, wo man herkommt, sondern wo man hingeht. Ja. Jetzt seid ihr wieder an der Reihe. Ihr habt mir noch nicht gesagt, wo ihr das Gold her habt. Gefunden. Ihr seid ein Dieb. Ich bin Abenteurer. Ihr seid ein Dieb. Ich finde verlorene Reichtümer. Dieb. Ein paar Tagesreisen von hier hörte ich von einer Gruft. Ein bisschen graben, ein bisschen verstecken. Vergesst einen Esel. Ich hätte 20, 30 Esel beladen können. Diese Wache nicht mehr gerne. Trotzdem hatte ich genug, um mir mindestens ein paar Jahre ein angenehmes Leben zu machen. Ihr beraubt die Toten? Viel einfacher als Lebende zu berauben. Würde ich auch mal sagen. Warum werde ich bestraft? Ich habe jetzt Gold. Aber der Besitzer ist ja 300 Jahre tot. Das ist nicht so, als ob es gebraucht wird. Wir könnten von einem geheilten Land aus zum Tempel oder anderen geheilten Ländern. Ja super, ich muss ein geheiltes Land reiten. Okay. Gut gemacht! Chris Keks. Und rüber da. Komm jetzt. Will ich noch meinen hier. Jetzt können wir teleportieren. Was für ein Quatsch. Hält das Stadttor. Okay.
Okay, den wir schaffen. Und den haben wir schon. Immer weiter und hoch hinaus. Alles klar. Hat dieser Krieger irgendwelche Schwächen? Die Texte sagen, er war ein König. Er bat Ahriman um Hilfe und im Austausch für seine Seele gab Ahriman ihm die Kraft, es mit einer ganzen Armee aufzunehmen. Ich sagte Schwächen. Nein, kein Hinweis auf Schwächen. Hm. Musstet ihr diese Religion wählen? Konnte es keine sein, in der die bösen, was weiß ich, finster, dreinblickende Schafe sind? Nein. Außer Kinder dran mit dem Schaf. Wäre viel zu cool hier. Das wird die beste Bösewichte ever. So, weiter geht's noch. Also, danke! Yeah, verbaus. Und tschüss. Jetzt eigentlich theoretisch überlebt. Und wer was erwähnt. Und von Wasser stirbt er ja nicht. Er ist ja nicht der Hacker. Als Principal der Forever, die Spieler müssen da ein Licht aufgegangen sein bei den Worten. Und zwar kein als freundliches Licht. Ja. Komm weg. Weiter geht's. Wir leben noch. Wir sind zu Test und wir sind noch. Seine Feinde besiegen wollte. Warum ist er hier? Ahriman ist keine Wunschfee. Der König bat um die Macht, sein Volk zu retten. Ahriman gab sie ihm und schuf gleichzeitig eine Kriegsmaschine für sich selbst. Ja, ausgefuchster kleiner Ahriman, ne? Ach ja, heute ist ja eine. Ist ja meine erste 15-Minuten-Folge. Danke, YouTube. Habt ihr mal richtig was gemacht? Ja, okay. Das ist meine Lightshow. Oh. Den Spruch kann ich noch nicht. Gott, du brauchst Neues gebracht, der Junge. Okay, weiter geht's. Oh ja. Yeah. Das ist der Krieger ruft. Das ist Ahrimans Turm. Ahrimans Turm? Habt ihr ihm einen Turm gebaut? Ahriman und Ormast führten nicht immer Krieg. Der Turm wurde vor mehr als 1000 Jahren gebaut, als sie Brüder waren, im Gleichgewicht. Bis Ahriman alles für sich haben wollte. Gut, der Turm wurde also vor dem Streit zwischen Ahriman und Ormast errichtet. Aber warum habt ihr ihn behalten? Als Mahnmal. Ah, so wie wenn man mit einer Frau nach Hause geht und überall Andenken an ihren Ex findet. Unheimlich.
Vielleicht wollte sich die Frau an all das Gute erinnern, bevor es schief ging. Vielleicht konnte ihre lästige Mutter ihn einfach nicht vergessen. Glaubt ihr, Ahriman ist glücklich, wenn er sieht, dass sein Turm zerstört wurde? Ahriman interessiert sich nicht für die Stadt. Der Ort zieht mich langsam echt unter. Ziehen wir weiter. Hier können wir nichts tun. Das stimmt. Können wir den Krieger irgendwie gegen Ahriman aufhetzen? Ahriman hielt sein Versprechen. Sein Volk wurde von Ahrimans Truppen verschont. Trotzdem sind sie tot, von der Geschichte vergessen. Das ist aber nicht schön. Hätte ich doch nur auf meine Mutter gehört. Dann wärst du friedlicher Bäcker geworden, ne? Oder was weiß ich was. Wir fangen kein Prinz. Okay. Aber muss auch weitergehen. Dann bin ich spät zurückgelaufen, ne? Hi, Freund, ich bin zurückgelaufen. Yeah. Okay, das ist Flashback. Von Ormast. Das fruchtbare Gebiet ist ganz oben. Wenn Ormast ein Gott ist, warum rettet er seine Stadt nicht? Ormast kümmert sich nicht um Stein und Holz. Anscheinend kümmert ihn auch sein Volk nicht, wenn ich mir unsere Lage so anschaue. Weiter so. Redet nur weiter so und ihr habt schon bald zwei Götter zum Feind. Nicht nett. Deswegen sind wir hier der liebe Boy und... soll dafür das Ahriman verschwindet. Yeah. Ich glaube, der Turm ist nicht besonders stabil. Nein. You don't say. Stoßt ihn in die Säule! Wollt ihr ihm den Rücken kratzen? Tut es einfach! Okay. Ich glaube, ich brauche ein größeres Schwert. Das kannst du aber nicht mehr führen, dann. Lass das Mauerwerk auf ihn fallen! Okay. Ihr habt eure Seele verkauft, um so auszusehen? Wollt ihr und Ahriman euer Recht nicht zurück! Okay, das war genau. Okay, time event. Und Schatten. Kein Problem. Ich kümmere mich drum. So. Und nochmal. Und diesmal gehst du da hin. Vergiss es einfach. Noch mehr gegen die Säulen stoßen. Und check hier. Hey, Ormas, wenn du da bist, jetzt wäre ein guter Moment, um zu helfen. Ormas, dich taugt, sie muss helfen. Nur Ahriman kann euch doch helfen. Okay, komm mal her, wenn du strahlst. Hey, Ahriman, wenn du mich hören kannst, du kommst nicht raus. Und nochmal. Drängt die Dunkelheit zurück. Und nochmal. Okay, da kommt es ein bisschen langweilig. Nur immer klick. Klick, 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 klick. Waffe! Hoffentlich fällt ihr weiter drauf rein. Wow, wir sind Mr. Muskel. Tja, Leute. Aber das nächste. Den nächsten Fight, wenn es weitergeht, das seht ihr natürlich im nächsten Mal. Das war Let's Play Prince of Persia. Mit mir dem Full Chief. Bis dann!